Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Oculus Rift Video. An dieser Stelle sollte eigentlich Skyrim, Portal 2, Half-Life 2 und Der Ester kommen. Aber die haben irgendwie nicht richtig funktioniert. Also man konnte zwar Oculus Rift damit unterstützen. Also es geht ja auch bei Half-Life 2 oder bei Der Ester, das ist ja so ein bisschen supported. Aber das Head-Tracking, also das hier, was ich hier gerade mache, die Kopfbewegung, die ging nicht. Das Bildmodus, oder der Bildmodus, wie ihr den gerade auf YouTube seht, der war vorhanden. Und erkannt wurde es auch, aber das Head-Tracking hier, was eigentlich das Wichtigste ist, das ging leider nicht. Und deswegen habe ich gedacht, bevor du hier noch 5 Stunden rumtestest, du hast das Ding nur noch ein paar Stunden, versuchst du noch irgendwas anderes zu zeigen. Und hier habe ich einfach mal hier Oculus Rift rausgesucht, das ist so eine Art Tauchsimulator. Und da schon mal ein Trauma mit einem Hai zu schwimmen oder beziehungsweise so einem Haikäfig zu sein, ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Wermutstropfen. Auch wenn da noch, glaube ich, ein Buckel war, eben gerade war, den werden wir wahrscheinlich noch mal sehen. Auf jeden Fall ist das schon ziemlich cool, das Mittendrin-Gefühl ist auf jeden Fall vorhanden. Wie gesagt, schade, dass es kein Skyrim oder es Der Ester wurde, weil ich habe gehört, Der Ester so richtig cool sein mit Oculus Rift. Leider ging das irgendwie nicht mit dem Head-Tracking, das ist ein bisschen schade. Macht aber nichts. Ich denke mal, nächstes Jahr, wenn die HD-Version rauskommt, werden wir auf jeden Fall nochmal das Ganze uns anschauen. Und ich denke mal, wenn man jetzt mal schaut, auch die bisherigen Spiele, die ich hatte, wie Mirror's Edge oder Dirt 3, wenn sowas noch mehr unterstützt wird und noch weiter ausgereift wird, dann ist auf jeden Fall noch viel Potenzial vorhanden. Gerade bei so Cockpit-Spielen wie Dirt oder so, wo man hinterm Lenkrad sitzt, das ist schon ziemlich cool. Oder hier beim Tauchgang. Gucken wir uns mal ein bisschen um, was wir noch so finden werden. Vielleicht gucken wir mal uns die Fisch-KI an, vielleicht ist sie hier sogar besser als in Call of Duty Ghost. Hallo Fische, ne? Alles Roger. Guck mal, die schwimmen sogar weg. Zwar langsam, aber sie schwimmen. Ich habe dir einfach mal jetzt die besten Spiele runtergeladen, also das ist ja eher so eine Tech-Demo hier. Unter Wasser. Es gibt echt viele Spiele, also sagen wir mal so 500 sind es mindestens schon. Aber die meisten sind halt brutaler Bullshit, also da kann man eigentlich nicht viel machen damit. Und sowas hier, das finde ich schon ziemlich cool, also es ist aber auch gut bewertet worden. Ist auf jeden Fall sehr cool umgesetzt, also so unter Wasserwelten ist sowieso ziemlich cool. Gerade das Taucher so unter Haien, man weiß ja nicht, ob da vielleicht der weiße Hai kommt oder sowas. Aber ich denke mal, das ist eher so eine Tech-Demo, wie sich das anfühlt. Ich denke nicht, dass da irgendwas kommen wird. Wir schwimmen noch ein bisschen, gucken uns noch ein bisschen die Haie an. Springen kann man auch irgendwie mit A. Ich spiele gerade das Ganze mit dem Controller. Weil mit Tastatur und Oculus Rift, das ist ein bisschen schwer. Da kann man leider nicht so viel erkennen auf der Tastatur, wenn du so ein Ding davor hast. So, wir gehen noch mal ein paar Meter, bevor wir hier Schluss machen. Wir kommen gerade rauf. Oder ist das normal? Ach, ist normal, okay. Was ist das cool, ey? Was hängt da fest? Na gut. Na, jetzt schwimmt er weiter. Also ich muss sagen, es gefällt mir ziemlich gut. Ist mal was anderes als diese ganzen schnellen Dinger, die du mal zum Runterladen gibt, irgendwelche Tech-Demos, wo du da einfach durch die Welten flitzt und dann geht auf einmal schlecht, wie so eine Achterbahn oder so. Also gibt es da so Achterbahn-Simulatoren. Kann ich übrigens auch mal zeigen, der wird dir nach dem dritten Mal übel schlecht. Muss mal gucken, ob ich das nochmal finde. Na gut, schwimmen wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir ja noch ein paar coole Sachen hier. Bislang sind dann irgendwelche Schiffbauteile auf dem Boden. Wo ist eigentlich der Buckel war? Kann man den morgen gesehen oder ist der jetzt weg? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig bin. Da scheint es irgendwo runter zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob das es unsichtbare Wand ist. Scheint so, oder? Nee. Das ist ein Vulkan unten, glaube ich. Was ist das denn?
Guck mal, das ist der weiße Hai. Okay, ich glaube, das sollte mich jetzt erschrecken, aber war mir ja, man hat den irgendwie schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Absicht war, keine Ahnung. Aber seht ihr, da haben wir schon was entdeckt, den weißen Hai. Sehr schick. Ich stelle mir vor, was zum ersten Mal spiele. Also ich habe das jetzt eigentlich jetzt nicht so erwartet, aber man hat ihn schon gesehen, das war irgendwie traurig. Ich glaube, das sollte dunkler sein, das Bild. Aber ich stelle mir vor, wenn das mehr umgesetzt, also so Horrorspiele wären bestimmt cool. Schauen wir mal, ob ich noch ein gutes finde. Falls ja, dann kommt ein Video. Falls nein, dann kommt kein Video. Wie gesagt, es gibt viel Mumpets auf dem Markt und die besten rauszusuchen, das ist ganz schön viel Arbeit. Gut, Freunde, würde ich sagen, belassen wir es an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich nochmal an den weißen Hai, der hier irgendwo sein Unwesen treibt. Und sehen uns dann in einem anderen Oculus Rift Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.